Ja. Hier werden gerade die Bonbons abgepackt. 20.000 bis 30.000 Bonbons werden tagtäglich produziert. Felix zaubert mit seiner Arbeit ein Glitzern in alle Kinderaugen. Ein Glitzern müssen die Sternwarten-Mitarbeiter nicht mehr zaubern, sondern am Himmel analysieren. Sternwarte? Nee. Haben wir gerade eine Sternwarte? Ist das nicht im Stadtpark? Die Sternwarte? Genau. Ja, in Südosten Hamburgs. In, wie heißt das? Stadtpark. Vielleicht können Sie mir das sagen. Die Hamburger Sternwarte steht in Bergedorf. In Kreisen astronomischer und astrophysischer Wissenschaftler ist der Begriff Bergedorf fast sogar bekannter als Hamburg. Im Hauptgebäude der Sternwarte trafen wir Professor Dr. Jürgen Schmidt und fragten ihn, was eine Sternwarte überhaupt ist. Gute Frage. Für mich ist eine Sternwarte ein Ort, an dem astronomische Beobachtungsinstrumente hier aufgebaut sind, also wo astronomische Beobachtungen wirklich durchgeführt werden oder zumindest durchgeführt werden können. Und hier in Hamburg haben wir die Situation, dass wir eine recht alte, fast 100 Jahre alte Sternwarte haben, die immerhin, von der man diskutiert, sie in den Rang eines UNESCO-Weltkulturerbes zu erheben. Und das ist ja schon mal was. Von der UNESCO aus dürfte es interessant sein, da die Sternwarte immer noch im ursprünglichen Sinn als astronomisches Forschungsinstitut genutzt wird. Eine Seltenheit stellt auch die Bibliothek dar. Sie besteht seit Gründung und umfasst einen Gesamtbestand von ca. 70.000 Bänden. Im Hauptgebäude findet man auch eine kleine Ausstellung diverser Instrumente aus dem letzten Jahrhundert. Wer die Sternwarte in Bergedorf besucht, der betritt ein Ensemble aus verschiedenen Gebäuden. Hier zum Beispiel das Gebäude, in dem der große Refraktor steht. Bei Führungen, die der Förderverein der Hamburger Sternwarte anbietet, kann man bei gutem Wetter sogar durch das 9 Meter lange Teleskop beobachten. In einem anderen Gebäude ist das Oskar-Lüning-Teleskop untergebracht, welches das größte Teleskop der Hamburger Sternwarte und gegenwärtig das zweitgrößte Teleskop Deutschlands ist. Hiermit können die Studenten der Universität erste Beobachtungserfahrungen sammeln. Der Erhalt dieser Anlage ist allerdings gefährdet. 1996 wurde das gesamte Gelände mit Gebäuden und technischem Inventar in die Denkmalliste der Hansestadt Hamburg eingetragen. Seit 1998 gibt es den Förderverein Hamburger Sternwarte, deren Zweck der Erhalt sowie die wissenschaftliche und volksbildende Nutzung und Pflege der historischen Sternwarte ist. Dieser Förderverein hat sich da in wirklich vorbildlicher Weise da eingesetzt und meiner Ansicht nach auch wirklich Erfolge da aufzuweisen, auf die man da, also der Förderverein, sehr stolz sein kann. Also konkret wurde das Äquatorialgebäude renoviert, also das kleine Teleskop da hinten, was schon in der Sternwarte Millerntor war und was dann hierher verlagert wurde, das älteste Teleskop, was wir hier haben. Und jetzt ist ja die Renovierung des 1-Meter-Gebäudes weitgehend abgeschlossen. Da soll ja auch das Besucherzentrum rein und das sieht jetzt wunderschön aus. Also da wurde einiges getan, aber also wenn man da umguckt, können Sie natürlich leicht erkennen, dass da natürlich noch immer noch ein beträchtlicher Renovierungsbedarf besteht. Bleibt zu hoffen, dass dem Verfall der Gebäude entgegengewirkt werden kann und wünschen der Sternwarte die Aufnahme ins UNESCO-Weltkulturerbe.